So, und jetzt hängst du nämlich richtig weit oben. Darum lass ich das lieber dort. Ey, gib mal her, ja, mach mal, probier mal. Ja, vor den kleinen Profi ran. Ja, jetzt ist es weg. Ich hab wieder mach mal die Wände hoch. Ja, vielleicht. Ich hab auch gerade gedacht. Na du. Die andere Seite vom Haus. Ach, das wird ausgeblendet, wenn es da... Warum wird der Spiegel dann nicht ausgeblendet? Ich hab keine Ahnung, weil der Nutzen hat vielleicht. Das ist möglich. Ich will jetzt nochmal den Elig in Ruhe. Ach, das ist doch so lieb gerade. Ist doch okay. Der schmust hier mit dir einfach so. So, ich hab nochmal... Liegt mein Handy bei dir? Ja, hier unten drunter. Dankeschön. Bitte sehr. Lass weitermachen. Gibt es normale Theken, weil ich hab... Oder halt diese Kleiderständer-Sache. Weil das ist ja hier mein Flur, da hänge ich ja sonst meine Sachen hin. Ich glaube, ich habe bei mir sogar einen Kleiderständer stehen. Ich weiß noch gerade nicht. Warte mal, man kann doch einfach... Es gibt's auf jeden Fall. Reihe von Kleiderhaken in Wanddeko. Ja, na hier, bitte, sieh an. Kannst aber auch irgendwann hinstellen. Zumindest dann gibt's auch welche, aber ich nehme mich bei mir ein. Na, meiner hängt an der Wand, das ist ach okay. So. Reihe von Kleiderhaken, nehmen wir einfach das. Mein Kleiderhaken ist eigentlich ein umgedrehter Hocker, aber irgendwie ist bei mir alles so alternativ. Es ist total verrückt. Ich würde das gerne... Das Standardproblem. Alter, was Kitty alles geschrieben hat? Wow. Mir ist als erstes das Wort homophob ins Auge gesprungen. Um was geht's denn bei ihr? Was, homophob? Ich habe das irgendwo gerade gelesen, dachte ich. Okay, ich guck mal. Gut. Ich bin ins Krankenhaus. Gott, gibt doch nicht solche Hintergrundinformationen. Die hat da x-tausend Sachen auf Instagram dazu gepostet, getwittert, dass sie ins Krankenhaus gefahren ist. Ja, stimmt, die hat ihre Auge gepostet, ich erinnere mich wieder. Ja, die Bekenntnis. Oh, Gerümpel. Das passt zu was dir ist das denn? Und zu mir. Das von könntest, Weichi. Das könntest du neben das Bett stellen. Nein, ich hab das im Wohnzimmer stehen. Oh. Oh, Schuhregal für Männer, Schuhregal für Frauen. Das ist einfach mal das Gleiche. Ach, was soll's. So, das ist schon mal ganz gut. Steht, das Schuhregal steht bei mir in der Wand, bitte, ja? Was soll das denn? Das steht hier drin in der Wand. Das ist ein ganz spezielles Schuhregal. Warum ja, steht das in der Wand? Weiß nicht, ich stelle es auf die Seite, eigentlich ist es auf der rechten. Mach doch einfach, ist doch scheißegal. Aber steht in der Wand. Ist doch scheißegal. Das ist aber. Egal. Ich muss nicht mal kurz gucken. Kannst auch ein Bild von der Birne dir umlegen. Rucksack ohne Ruck auf dem Rücken. Fass. Das ist erweiternd. Sinn ist erweiternd. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf die Küche. Hast du nicht irgendwie noch eine Theke oder sowas? Ja, Anlage? Das meinte ich ja mit. Ich habe bis jetzt noch Theken für Bad gefunden. Oh, Pflanzen. Das wird schon schwierig, weil ich habe 3 Kakteen auf dem Fensterbrett. Oh. Ich würde gern... Ah, danke. Kommoden. Ich kann das stattdessen nehmen. In, Kinderkommode. Achso, schade. In... Kinderkommode. Das ist auch eine... Schade, Mann. Dann nehme ich die Rätsel... Egal. Ich nehme die Rätselkommode. Die ist groß. Die sind alle ganz schön groß. Vielleicht nimmst du doch eine Kinderkommode. Die sind nicht wesentlich... Gut, nehmen wir die. So. Ach, da ist ein Spielblock drauf. Das ist hässlich. Ich nehme jetzt die Rätselkommode und gut. Ist doch ganz nett. Ja. So. Das Wichtigste haben wir vergessen. Der Computer. So. Das Esszimmer. Ich habe kein Esszimmer. Ich esse im Wohnzimmer. Vom PC. Büro. Das könnte was sein. Ah. Schreibtisch. Sehr gut. Das ist der richtige Schrank. Ich brauche ihn nur in einem Braunton, den es nicht gibt. Dann nehme ich eben den. Warum darf ich das nicht hier hinstellen? Ach, das ging nicht, weil der Stuhl damit verbunden sein muss. Kannst du mal sehen. So, wo sind die Wii U? Die muss auf den Tisch. Es gibt keine Konsolen. Was? Ja, war ich auch enttäuscht. Das Slablet. Slow Motion PC. Ist das ein Flachbildschirm? Weil es sieht zu dicker aus. Ne, da ist der Rechner direkt dahinter. Ah. Das ist okay. Das war das Hauptgeld jetzt. Das muss man sparen.
Ja, PC ist aber das Wichtigste, das weißt du. Eben. Ich brauche fürs Schlafzimmer. Es macht das alles ein bisschen durcheinander und noch. Ja, irgendwie. Ah, das ist mein Traum. So einer. So einen will ich unbedingt haben. Dann stellen wir rein. Aber der ist ja teuer. Ich habe nicht so viel. Ja, warte, guck am Ende, da wie viel Geld noch. Ja, besser. Es ist kein Krankenwagen, den hinterhört. Wir spielen so schlecht, die kommen uns schon holen. Ja. Kühli. Gibt's den in Weiß? Ja. Perfekt, nehm ich den. Ich habe auch gerade gedacht, wow. Passt aber gut. So. Dann ist meine Wohnung gar nicht so riesig. Wenn der Kühlschrank so groß ist schon, dass die Standardgröße. Ja? Dann sah das nur so groß aus. So, ich habe einen Gasherd. Vielleicht hättest du relativ auch einfach das Bad ins Keller machen können. Ja, aber meine Küche ist auch recht klein. Im Endeffekt ist die Küche jetzt eher in der richtigen Größe und das Bad ist halt ein bisschen größer. Okay. Was soll's. Ich brauche Arbeitsfläche. Ach nee, warte mal, ich brauche erstmal eine Spüle. Die in der Arbeitsfläche sein muss, okay. Dann nehme ich die am besten. Ich kann es auch hier Wandschränke nehmen. Ne? Das ist gut. Ich mach erstmal das. Ich habe ja so eine sinnlose Arbeitsfläche im Moment. Meine Küche ist noch nicht fertig. Ja. Den bitte in einer schönen Farbe. Nimm mal das. Bombs. Ich war gerade so weit oben. Moment. Nein. Ja, hier draußen. Perfekt. So und nicht anders. Was machst du denn? Na, ich baue meine Küche nach. Ich habe zwei Wandschränke, die jetzt in der Höhe hängen. Natürlich. Weißt du noch, wo Fatih die rangebohrt hat? Und die nicht aufging? Und er hat gemeint, sie passen, man kriegt sie leider nur nicht mehr auf. Und ich dachte, nee. Sag doch sowas nicht. Ja, das ist gleich hoch. Gut. Das war das, worauf ich hinaus wollte. So, schön. Ich brauche noch das. Du kannst aber auch einnehmen und Dino drauf ist. Aber meiner hat kein Dino. Mein erster Papierkorb. Aber der kostet viel mehr als der normale Papierkorb. Statt bei Korb für Kinder. Ist super. Gut. Okay. Wir akzeptieren das. Kann ich. Es gibt noch große und kleine Zimmerpflanzen. Ist eine Banane? Ich war gerade eine Tropenpflanze. Die hättest du vielleicht nehmen können. Nee, eine Topfpflanze. Hör mal, ich war nur eine Tropenpflanze. Das habe ich mich verlesen. Das ist zumindest. Wo ist das hin? Das ist eher dran. Ach, man kann sich auf den Kühlschrank stellen. Wahrscheinlich kannst du aber da was hängen. So eine Hängepflanze. Ja, da. So. Ich hab Fußballwert. Klatsch. Einfach mal. Scroll mal. Nee, irgendwie sehe ich hier keine. Ich glaube, bei Deko oder so. Vielleicht da. Was ist das? Verschiedene Deko. Oh, das ist sehr hübsch, aber. Oh, Honigwaben. Nee, das passt nicht. Aber ungeachtet der Tatsache, dass ich ihn eigentlich nicht brauche. Aber in diesem Spiel vielleicht lieber doch. Ja. Mikrowelle, wichtig. Haben wir die in Weiß? Ja, sehr gut. Die steht nämlich hier. Oh, irgendwann habe ich meine Küche, die hier eine L-Form hat. Oh. Das ist ja gar keine Arbeitsfläche. Nö, ich gehe dafür immer ins Wohnzimmer. Nehmen wir mal das. Das ist eigentlich ganz schön traurig, oder? Ja. Wobei, ich habe eigentlich. Normalerweise habe ich hier halt so was Platz und da habe ich immer mein Schneidebrett drauf und dann mache ich das da. Vielleicht sollte ich nochmal ein Dings daneben setzen. Trotzdem, weil so wenig Arbeitsfläche habe ich dann ja doch nicht. Was hat denn eine Küche? Hä? Eine Warum Insel? Sieht das jetzt so komisch aus? Zurück. Das Ach, das hier ist das. Ja. Oh, hallo. Mühe. Ich mach schon. So, und dann kann ich das jetzt nach da schieben. Dann ist das hier quasi dann, das, wo ich mein trockenes Zeug sonst abstelle. Dann gilt das. Passt. So, ich habe hier auf jeden Fall auch nochmal so ein Regal. Voller Krempel. Da brauche ich aber so wohnzimmermäßig erstmal was. Wohnzimmer. Schmucktische. Was ist das? Ja, toll. Wie arkistisch. Da hättest du vielleicht so ein Ding da hinstellen können. Foyer-Tisch. Meinst du hier, ja. Meinst du? Das kann man ja tauschen.
Stell ich das jetzt? Es ist zwar viel zu edel. Eigentlich habe ich da ein Billigregal oder sowas. Es ist kein Billigregal, es ist irgendwas anderes. Ja, was soll's? No. Wandregale brauche ich eigentlich auch noch. Und einen Fernseher. Der hier steht. Ah! Pinky! Achso, das ist immer ein Pinguin, okay. Wegsehfernseher, ist das etwa ein Röhre? Oh, ist das schön! Aber kostet übelst viel, pass auf. Was? Warum kosten die ja so viel? Oh Gott, die kosten ja noch mehr nach oben. Hä? Ach, das ist ein Fernsehtisch. Das auch, oder was? Ja, anscheinend. Okay, das ist interessant. Ich benutze meinen Fernseher nie, vielleicht soll ich ihn weglassen. Ich hab da einfach bei mir einen Kamin hingemacht. Och, und ich habe noch einen kleinen Tisch, fällt mir auf. Ja, und noch einen Teppich drunter, kannst du auch noch nehmen. Oh, sehr schön. Kaffeetisch, das klingt einfach schon richtig. Oh, da benutzt schon eine Blandblase. Eine Blandblase? Ja, ich habe schon böse verbrannt, als ich den Ofen gefasst habe. Also Kinder, fasst nicht in den Ofen. Merkt euch das, Kinder. Ist ein paar Bienen. Wenn ihr keine Energie habt, ist einfach ein paar Bienen. So, ich habe ein schönes Bild hängen im Schlafzimmer. Das schöne Bild hängt hier nicht, das wäre zum Mikro. Ich will einfach nur ein schönes Bild. Kannst runterscrollen, lass mal. Das ist... Sowas möchte ich übrigens im Wohnzimmer mal haben irgendwann. Oh, ist das teuer für so ein blödes Gepampel. Da kann ich doch selber malen.